Unser Projekt Wissen to Go ist aus einem Projektseminar zur nachhaltigen Stadtentwicklung in der Wissensgesellschaft hervorgegangen, das neue Formen des Wissensaustausches im Raum als Vordergrund hat. Ja, in unserem Projekt haben wir zwei Ebenen. Die Ebene 1, darunter verstanden wir die kollektive Erschaffung von unseren mobilen Lernorten, die jetzt heute hier stehen. Die Ebene 2 ist in unserem Fall die prozessbegleitende Forschung, also unser Monitoring. Was allerdings nicht heißt, dass die eine Ebene weniger wert ist als die andere. Auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene beziehen wir auch Hegemonie und Diskurstheorien mit ein, die sagen, dass einerseits gesellschaftlich verfestigte Strukturen durch konfliktbehaftete Prozesse der Aushandlung entstehen und auch durch die vorübergehende Festlegung bzw. Fixierung von Bedeutungen. Und so haben wir dann zum Beispiel mit den Urban Gardenern und so weiter zusammengearbeitet und diese tollen Stücke kreiert. Ihr habt das Horn gehört, es fängt an. Herzlich willkommen zu unserer urbanen Intervention, zu unserem Grand Opening des Projektes Wissen to Go. Normalerweise ist es bei uns häufig im Forschungsprojekt so, dass wir einfach ins Feld gehen und jemanden beobachten und das dann quasi dokumentieren. Und wir brauchen jetzt zwei Ebenen, weil wir selbst noch in dem Prozess mit tätig sind und wir uns selbst quasi auch noch mit beobachten müssen. Deswegen haben wir zwei Ebenen. Und genau das möchten wir eben dann auch im Zuge der Einjahresfeier vom Urban Office, vom Reallabor am 2.3. Juni vorstellen mit dem Thema eben nachhaltige Stadtentwicklung und sind gespannt, inwieweit ihr oder auch noch weitere Akteure eben dann die Wägen nutzt und inwieweit dann unsere Idee vielleicht noch in einem größeren Rahmen umsetzbar ist. Thank you.